Abschotter. Ich habe die Kommunikationslisten des Schiffs analysiert. Die Trandoshaner haben ein Treffen mit den Separatisten vereinbart. Sie übergeben das Schiff? Ich werde die Republik um Unterstützung bitten. Rücken Sie einstmal zum Hangar vor und zerstören Sie ihn. Was? Was zur Hölle? Sklavenhändler. Ach du Scheiße. Hinterhalt. Eieiei, die haben uns eingekreist, Jungs. Wir sollten erstmal die Typen da oben eliminieren. Scheiße. Schuppige Bastard, aber echt. Boah, entweder habe ich ein Messer in den Bauch bekommen oder einer hat mich mit der Schrotflinte voll abgeschossen. Aber zum Glück haben wir noch unsere Brüder. Boah. Diese dreckigen Echsen. Nimm das, ja, ja. Nimm das, du Penner. Okay, Gebiet gesichert. Wir haben den Aufzug mit einem Sprengsatz präpariert. Wir sitzen im Zellentrakt fest. Position halten, Delta. Ich überprüfe die Baupläne des Schiffs. Tun Sie das, Berater. Tun Sie das. Nur damit ich das richtig verstehe. Die Trandos haben dieses Schiff gestohlen, um es den Separatisten zu geben, um Kampfdroiden zu kaufen? Mann, wie ich das hasse. Ja, das hast du, glaube ich, ganz treffend zusammengefasst, 6-2. Also das Schiff hier, wie der Berater schon gesagt hat, ist voll von Informationen über die Trandoshaner, die anscheinend echt alles übernommen haben. Aber wenn wir die Quelle der Inversion finden, das Landungsschiff, dann ist Schluss mit lustig für diese Echsen. Und auch jetzt rücken wir den ja schon ganz gut zu Leibe. Warum fühle ich mich nur wie ein Nerv in einer Gockert-Höhle? Delta 38, der Zellentrakt hat einen automatischen Schließmechanismus. Okay. Das funktioniert nicht. Einige Schaltkreise scheinen beschädigt zu sein. Finden und reparieren Sie die Schaltkreise, um den Schließmechanismus zu aktivieren. Verstanden, Berater. Genehmigen Sie sich okay, etwas weiter. Schließmechanismus. Einer der beschädigten Schaltkreise. Reparieren Sie ihn. Der ist noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Okay, da ist einer dieser beschädigten Schaltkreise. Ja, 38. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad, Soldat. So. Von hier haben wir freies Schussfeld. Wir müssen uns mal klüger platzieren, ne? Wen haben wir denn da hin? Das sehe ich doch immer extrem gerne. Oh, hat es nicht gereicht für den? Suchen wir die anderen Schaltkreise, Jungs. Ich würde mal sagen, der Schuss geht an mich. So, die anderen Schaltkreise suchen. Erstmal sollten wir hier... Wirklich ein sauberer Treffer. Danke. Weitermachen, aber ich denke, hier haben wir erstmal alles. Gut, dann auf zu den anderen Schaltkreisen. Boah, die kommen echt von allen Seiten, die Penner, ne? So. Erwischt. Okay, da sehe ich doch einen dummen, fetten Typen rumlungern. Moin, was geht denn bei dir so ab? Wir haben die zurückgeworfen, die Hundesöhne! 6 Uhr! 6 Uhr? Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, das war verdammt nochmal knapp, ey. Oh, da habe ich nur noch um mich geschlagen. Was soll das denn da hinten? Ach du Scheiße. Eieieiei. Raketenwerfer. Das ist gar nicht witzig. Reparieren Sie das Schließsystem des Zellentraktes. Oh, verdammt. Okay. Wir müssen den Typen im Raketenwerfer eliminieren. Boah, der schießt scharf. Ich glaube, so kann er sich erwischen. Okay. Auch da. Vorrücken, Jungs. Ich gebe euch Deckung. Okay. Jetzt einer von euch da rein, Jungs. Laut meiner Scans halten sich die meisten Trandoshaner im Zellentrakt auf. Was wollen die nur mit dem Zellentrakt? Vielleicht mögen sie die Hitze. Ich sorge schon dafür, dass ihnen heiß wird. So. 6-2 ist im Raketenwerfer. Aber 6-2, weißt du eigentlich was? Hier geht's eh nicht so gut. Okay, das war der zweite von drei Schaltkreisen. Aber am liebsten würde ich hier in den Raketenwerfer, die doch den Spaß für mich haben. So, wo haben wir denn noch Typen? Hinten bei 7 scheinen sie rumzulungern. Die bewegen sich irgendwie alle noch, habe ich das Gefühl. So. Bams. Bams. Erwischt. Den Protokolldruiden einfach auch mal weggeschrotet. Da oben haben wir doch auch noch jemanden. Okay, ich glaube, den haben wir erwischt. Gut, dann mal formieren, Jungs. Gibt's hier denn irgendwo nicht einen Bagdad? Ah, sehr gut. 4-0 geht's gar nicht gut. Jungs, was mit 4-0? Wir müssen unserem Bruder helfen. Eilen Sie sich, Delta. 4-0? Komm mal zu mir. Wir formieren uns hier mal. Wieso laufen diese Penner hier eigentlich immer noch amok? Das darf doch nicht wahr sein. Bleib auf Distanz, Kollege.
Da kommen hier von allen Seiten die Trandoshaner. Wir sollten wirklich versuchen, den Schließmechanismus zu aktivieren. Okay, vorwärts. Der letzte liegt noch ein bisschen weiter von uns weg. So, dieses Messerduell geht eindeutig an mich. Was? Die Waffe wollte ich gar nicht. Gebt mir eine Schrot, Jungs. Ah, da liegt doch eine, sehr gut. Schrot ist immer besser. So. Ja, ich empfange eine Sendesignatur von Klontruppen. Was? Ich überprüfe das. Lassen Sie sich nicht ablenken, 4-0. Klontruppen? Die meisten sind doch tot. Na gut. Schalten Sie sie von dort aus, Delta. 4-0 wird sich da schon nicht geirrt haben. Der weiß eigentlich nicht mehr, wovon er redet. So. Alles klar, Sir. Wirft der glatt zurück. Die werfen meine Granaten zurück. Und da ist der letzte Schaltkreis, okay. Schalten Sie sie von dort aus. 7 vorrücken. Mit dem allergrößten Vergnügen, Sir. 6-2. Ah, da oben ist auch einer, ne? Reparieren Sie den letzten Schaltkreis, um den Schließmechanismus zu aktivieren. Hacken Sie das Terminal. 6-2 schon dabei. Weil wir sollten hier erstmal ein bisschen aufräumen, bevor wir hier das Gebiet übernehmen. So, Fixer. Komm ran. Delta Team formiert sich. Geh in Position. Okay, 6-2, wie sieht's aus? Aha. So. Das soll es doch jetzt sein. Das können wir wieder mal machen. Giftgas, Helme versiegeln. Tja, was machst du gegen dieses Giftgas, du Penner? Du kannst deinen Helm nicht versiegeln, ne? Aber jetzt sitzen wir hier drin fest. Die Signatur der Klontruppen kommt von einer Position unter Ihnen. Suchen Sie ein Gitter und platzieren Sie eine Mine. Sklavenhändler, Delta. Ja, aber die verrecken alle. Guckt es dir doch an, 7. Die haben keine Chance gegen dieses Giftgas. Das ist ein wahrer... Ja, ein wahres Massengrab für die Jungs. Okay, Helme sind versiegelt. Dann sollten wir weiter vorrücken und dieses Gitter finden, von dem der Berater sprach. 7. Jetzt, wo die Trandos keine Bedrohung mehr sind, kannst du mal ein bisschen vorrücken. Das Gas hat sie alle erwischt. Jetzt wissen wir wohl, wie lange Trandoshaner die Luft anhalten kann. Nicht gerade lang, würde ich mal vermuten, mein lieber 6-2. So, dann jagen wir mal eine zündende Lösung, das Gitter des Zellentraktes hoch. Brauche Deckung. Bekommst du, mein Junge, bekommst du. Fertig, Sir. Okay, gute Arbeit bis hierhin. Unser zweiter Besuch im Zellentrakt war nicht erfolgreich, wurde wie der erste, wo wir 6-2 befreit haben. Und nach diesem kleinen Zwischenfall können wir jetzt weiter zu Hangar vorrücken. Gehen wir, Team, durch die Luke! Ich gehe zuerst rein. Okay, Jungs, auf geht's. Durch die Luke. Und ab dafür. Die Rache der Republik. Wo sind wir? Wechselvisor-Modus. Ach. Was zum? Soll das ein Witz sein? Du heilige Scheiße. Okay, jetzt wird's ernst. Raus da, Team. Das Landungsschiff der Trandoshaner nähert sich. Okay, verlassen Sie die Luftschleuse. Scheiße. Dafür sind die Sammler also da. Oh, das ist hier ein wirkliches Massengrab für Klontruppen. Daher kamen die Signaturen, die wir im Zellentrakt empfangen haben. Ja, und dafür sind anscheinend die Sammlerloiden verantwortlich. So, verlassen Sie die Müllschleuse. Dann mal vorwärts, Team. Kein schöner Ort hier. Lasst uns diesen Ort des Grauens verlassen. So, da hinten wird schon mal wieder hell. Na verdammt, ich hasse diese Sammlerloiden. Ich hasse sie. Schafft ihn mir vom Hals! Na verdammt, die sind hier anscheinend überall. Na verdammt, wie viele sind denn das? Eine Schalltafel für Geschütze. Wo? Ah. Hacken Sie endlich das Terminal-Kommando. Sieben übernimmt übers. Ach du Scheiße, die haben Fixer auseinandergenommen. Durchhalten, Fixer! Ja, wenn so drei, vier Sammler auf einen gehen, ist das schon echt übel. 7. Hack jetzt endlich die Geschütze. Ah. Ach, und da haben sich Söldner versteckt. Helfen Sie dem Kommando. Und ich würde sagen, die werden jetzt ganz ordentlich von den Schützen auseinandergenommen. Sehr gut, Fixer. Gut, dass du wieder am Start bist. Und die Trandoshaner werden von den Geschützen regelrecht auseinandergenommen. So mag ich das. Ziel erledigt. Sehr gut. Dann weiter vorwärts. Ah, die toten Klone überall. Die Sammlerdroiden sind schon scheiße. Hinter Ihnen, 3-8. Oh, da ist eine Mine. Scheiße, der will sich an den Geschützen vergehen. Jungs! Hey, was hat der Trando vor? Team, schafft den weg von der Konsole! Bin dabei.
Aber da ist eine Mine zwischen, das ist nicht so einfach. Ich glaube, wir haben es hinbekommen. Sieben, hol mal die Mine da weg. Gute Arbeit, Leader. Danke. Sie ist scharf. Abstand halten. Okay, ich gebe die Rückendeckung. Söldner! Okay, und dann sollten wir uns die verdammten Protokolle, Delta. Die Geschütze auf unsere Seite holen, nachdem es der Trambo eben nicht geschafft hat. Sollten wir es jetzt vielleicht ein bisschen besser machen. Alter, diese dreckigen Sammler. Verdammte Hacke. Okay, sieben, Beeilung. Die Söldner rücken vor und wir können sie uns damit leicht vom Hals halten. Bams, Geschütze sind gehackt. Ja, komm, du hast keine Chance, Alter. Ja, wenn die fliegen, das ist schon immer so ein kleiner Glücksmoment, nicht wahr, Sieben? Also, da kann ich es verstehen, dass du deinen Job liebst. Jungs, nicht immer so forsch vorwärts. Die Munition bei mir wird ein bisschen knapp. Vielleicht soll ich mal auf das Repetiergewehr übergehen. So, auf 6-2 könnte sich ein bisschen Bagda reinhauen und auch wir sind nicht ganz bei vollem Leben zumindest. Immer noch sollen wir zu Hangar A vordrängen, wo sich das Trandoshanische Landungsschiff nähert. Nun gut, wir werden sehen. Formation einnehmen. Vorwärts. Ja, Achtung, Delta 38, ich habe ein Schlachtschiff der Separatisten auf den Langstreckensensoren. Was? Ich dachte, wir haben hier nur mit Trandoshanern zu tun. Apropos. Trandoshanisches Landungsschiff in Sicht. Das Landungsschiff ist ihre Kommandozentrale. Sie werden es erbittert verteidigen. Da ist das Ding, da ist das Landungsschiff. Die werden es verteidigen, na dann. Okay, da ist es. Präzisionsschuss einleiten, Data. Ja, Sir. Dann erstmal hier Position einnehmen. Alle noch lebenden Trandoshaner nähern sich ihrer Position. Na super. Da oben, Grenadier auf dem Steg. Wo? Okay, der ist anscheinend schon ausgeschaltet. Okay, die kommen jetzt hier hoch. 7 ist am Geschütz, 4-0 im Scharfschützenmodus. Gut, 6-2, dann gehen wir mal runter und gucken, was wir da ausrichten können. Und ob wir das Landungsschiff irgendwie zerstören können. Erstmal sollen wir alle Trandoshaner eliminieren, aber das ist einfacher gesagt als getan. Okay. Hätten sich wenigstens schon mal Munition für unseren DC-17 Blaster. Vorsicht, Sie haben Stoßwellengewehre. Was zur Hölle? Eieiei. Jo, und die hauen ganz gut rein. Schnappen wir uns das Stoßwellengewehr. Bin ich definitiv dabei. Stoßwellengewehr, LJ50. Ah, geiles Ding. Ich gehe in Deckung. Gut, ich lade nach. Dann gucken wir doch mal. Da ist das Ding auf jeden Fall. Schon wieder diese verdammten Geschütze. Das Schiff hat stark geschildert. Ei. Wir brauchen mehr Feuerkraft. Ach, scheiße. Mehr Feuerkraft. Wir müssen die Raketenwerfer kontrollieren, um durch die Schilde zu kommen. Wasser bereit. Ja, witzig. Bam. Extra erledigt. Sehr gut. Manöver abbrechen, Delta. 4-0, dann komm mal runter und hol dir den Raketen. Hol dir den Raketenwerfer. Geh da raus, du Penner. Soll ich da selber ran oder was? Scheiße, da hinten ist noch einer. Von hier kriegen wir sie. Gehen da alle selber rein, ey. Penner, hier, friss mein Stoßwellengewehr. Oh, wieso geht ihr da nicht rein, Jungs? Aber 4-0 ist auf jeden Fall schon mal am Start. So, den hätten wir auch eliminiert. Scheiße, da lag eine verdammte Mine. Das habe ich natürlich wie ein echter Profi gemacht. Okay, 6-2 ist aber schon am Start, das ist gut. 4-0 hat den auch ausgeschaltet. Oh, scheiße, der andere Raketenwerfer setzt uns natürlich gut zu. Okay. Wir brauchen dieses Geschützkommando. Verstanden. Hol ihn dir 6-2. Ich gehe weiter mit diesem geilen Stoßwellengewehr. Bam! Danke. Okay, nachladen. Das gute Stück. Na, fuck, der war in die Walachei gesetzt. Vielleicht soll ich mal zurück auf den DC-17 Blaster. Na, dieser Raketenwerfer da hinten, der macht mir noch ordentlich Kopfzerbrechen. Das Gefühl, ich kann auch relativ wenig ausrichten. Okay, 4-0 hat das Ding schon mal. Okay. Gehen wir hier langsam und durch. Oh, scheiße. 7 ist down.
7 ist down, Leute. Okay, Jungs. X2 kommt hoch. Wir müssen 7 zurückholen, bevor wir den anderen Raketenwerfer holen. 4-0 wird das Ding hier schon schaukeln. Zerstören sie das pranoschanische Landungsschiff mit beiden Raketenwerfern. Na klar, okay. Aber zunächst mal die 7 zurück. Und ich hoffe, 6-2 kommt mit mir. Sonst mache ich das halt alleine. Aber wir können nicht unseren Bruder da oben einfach zurücklassen. Okay, da ist er. Ich heile mich noch kurz. Uneigennützig, wie ich bin. Scheiße. Naja. Wird schon gehen, das Ganze. So. Hoch mit dir, 7. Wir brauchen dich noch. Alle noch lebenden Trandos lernen sich unserer Position. Okay, 6-2 ist auch am Start. Apropos 6-2, der ist ganz gut angeschlagen. Boah, wie viele sind das da unten? Auf jeden Fall müssen wir uns den anderen Raketenwerfer holen, weil dann können wir nicht nur die Trandos, sondern auch ihr Schiff ausschalten. So, das Team sieht wieder besser aus. Und jetzt sollten wir unbedingt versuchen, an den zweiten Raketenwerfer zu kommen. Und das geht mit diesem Wunderding hier. So, Deckung, Deckung, Deckung. Guter Schuss, Sir. Danke. Bloß an das Geschütz, Data. Hier 6-2, besetze Geschütz. Ich übernehme das. 6-2, ich übernehme das. Gehen wir weiter. Delta 6-2 rückt weiter vor. Lass mich das ruhig machen. Ich hol mir das Ding. So. Hat hier jemand was gesagt? Bam. Der Feind zieht sich zurück. Das soll der verdammt nochmal auf. An die Raketenwerfer. Holt sie runter. Scheiße, die wollen fliehen. Okay. 4-0. Wir ballern, was wir können. Kommt drauf da. Die Luke schließt sich. Die zieht sich doch tatsächlich zurück, die Feiglinge. Hahaha. Aber nicht mit dem Delta-Team. Das war's. Das Schiff ist sauber. Yeah. Das hat geholfen. Gute Sache, Jungs. Sehr gute Sache. Boah, und das war doch mal eine richtig, richtig heftige Mission, die wir da absolviert haben. Aber wir haben es doch sehr, sehr gut hinbekommen, wie ich fand. Also haben uns wirklich gut geschlagen und haben jetzt das Trandoshanische Landungsschiff definitiv mal zerstört. Die Trandoshaner sollten keine Gefahr mehr sein. Aber der Berater hat uns ja gesagt, dass er im Landstreckenraum ein Schlachtschiff der Separatistenflotte sieht. Und das könnte uns auch in der nächsten Mission zum Verhängnis werden. Ich bin mal sehr gespannt. Dann geht es an die Rettung des Schiffs. Aber den Angriff der Klonkrieger haben wir erfolgreich zu Ende geführt. Und die Rache der Republik an den Trandoshanern wurde durch das Delta-Team erfolgreich ausgeführt. Und ich denke mal, in der nächsten Folge können wir dann auch richtig gut wieder auf die Kacke hauen, denn das Delta-Team hat gezeigt, dass nicht gut Kirschen essen ist mit ihm, vor allem nicht, wenn es durch die Trandoshaner so lange bedroht worden ist. Aber ich denke, um die Trandoshaner müssen wir uns nach diesem Manöver und der Zerstörung des Landungsschiffs keine Sorgen mehr machen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und ciao!